Moin Moin zusammen. Bevor ich gar keine Luft mehr habe zum Atmen, weil meine Kondition im Eimer ist, möchte ich euch kurz berichten, wo ich heute bin. Und zwar bin ich im Harz auf dem Weg zum Brocken. Tatsächlich zum ersten Mal in meinem Leben, obwohl ich gar nicht so weit weg da geboren bin. Mit dem Wetter habe ich relativ Glück. Es war bis Mittag Regen angesagt. Wir haben es jetzt 9 Uhr. Ich bin losgelaufen und die Sonne kam raus. Was soll ich dazu sagen? Wenn Engel reisen, ne? Würde meine Mutter jetzt sagen. Grüße gehen raus. Ja, auf dem Brocken, der hat ein bisschen mehr wie 1000 Meter. 1100 ein paar zerquetschte. Die Zahl habe ich jetzt nicht auswendig gelernt. Ja, schauen wir mal, wie das Wetter da oben ist. Im Internet schreibt man sich ja, der Brocken ist wie Island. Man kann nie wissen, was für Wetter ist. Ich glaube, der Brocken hat auch die meisten Nebeltage in Deutschland. Schreibt es in die Kommentare, wenn es nicht richtig ist. Aber ich glaube schon. Ich habe mir keine spezielle Zeit gesetzt, habe mir keine Kilometer gesetzt. Ich gucke einfach mal, wie ich drauf bin heute. Bock habe ich auf jeden Fall. Dann ziehen wir das jetzt mal durch. Ich würde sagen, ich melde mich schon unterwegs, ne? Wer zu faul zum Laufen ist, kann natürlich auch mit der Bahn nach oben fahren. Ne? Wup, wup. So, kurzes Update zur Wegtopografie. Es geht natürlich kontinuierlich bergauf, wie das so ist an Bergen. Und wer überlegt, den Brocken hochzulaufen oder zum Brocken hochzulaufen und wählt den Hexensteig, so wie ich es mache, sollte sich auf kontinuierliche Kletterarbeit in den ersten Kilometern einstellen. Also, da ist schon Trittsicherheit gefragt. Lala. Natürlich ist der Boden jetzt auch gut aufgeweicht, aber alles machbar. So. Bis später. Verstehen. Den Brocken habe ich jetzt passiert. Ich blende dann gleich mal ein kleines Rundum-Video von oben ein. Ich habe jetzt oben kein Quatsch-Video gemacht, weil da so viele Leute waren, die hätten mich wahrscheinlich für den Oberdulli gehalten. Auf jeden Fall gehe ich jetzt weiter. Mal schauen. Ich bin da jetzt einfach mal spontan. Ich folge jetzt keinem genauen Weg. Eigentlich die Eckertalsperre. Mal gucken, ob das nicht vielleicht zu weit ist, weil ich ja dann noch, wie gesagt, nach Schierke zurück muss. Im Zweifel biege ich schon mal ab und besuche so kleine Wasserfälle und noch einen kleinen Gipfel. Aber da schaue ich mal, wie das Wetter jetzt noch so mitspielt.
und wie die Beine so mitmachen. Da habe ich so ein kleines Problem mit der Achillessehne. Mal gucken, wie sich das weiterentwickelt, aber wir wollen ja nicht rumheulen. Also, dann lasse ich euch mal mit dem Panorama-Video von oben, beziehungsweise werde ich vielleicht auch noch ein, zwei Fotos einblenden. Genießt das kurz und dann hören wir uns gleich wieder. Noch zu dem Weg, den ich gerade laufe. Das hier ist die damalige innerdeutsche Grenze. Hier ist quasi Ost und West getrennt gewesen. Das heißt, auf dieser Seite haben wir Sachsen-Anhalt und auf dieser Seite haben wir Niedersachsen. Geschichtsmodus Ende. Hoppala. So, ich mal wieder. Den gröbsten Abstieg habe ich jetzt geschafft. Ich nutze gerade mal die Pause dieses hochfrequentierten Wanderweges. Ich habe gerade den vorhin beschriebenen Grenzweg verlassen. Oh, bin ganz froh, diese Lochsteine, die, da muss man schon ordentlich aufpassen. Die gehen auch auf die Knöchel. Naja, jetzt bin ich hier auf so einem Schotterweg und suchen wir jetzt einen schönen Rastplatz. Bis später. Ich habe heute eine sehr lustige Beobachtung gemacht, was so ein Berg mit Menschen anstellen kann, wenn sie bergauf laufen müssen. Ich spreche aus eigener Erfahrung, ab einem bestimmten Punkt hat man einfach nur noch Hass. Der Hass treibt einen nach oben. So. Und man geht dazu als Tüpdüdü, kommt oben vom Gipfel und sagt allen fröhlich, hey, hallo. So, kurze Unterbrechung, weil wieder so viele Leute kamen. Man geht zu dem Berg runter, denkt sich, hey, ich bin jetzt hier schon mindestens 4 oder 5 Kilometer bergab gelaufen. Und ihr müsst das bei einer immensen Steigung noch nach oben. Und ihr guckt jetzt schon abgefuckt. Wie gesagt, der eine oder andere ist fit und schmettert dir ein fröhliches Moin Moin oder Guten Moin entgegen. Und der andere, ja, der andere halt, macht diesen hier oder diesen hier Moin. Hallo. Ja, das sind die zwei Arten von Menschen, die man am Berg trifft. Das wollte ich euch einfach mal mitteilen. Ich fand das recht amüsant. Vielleicht findet das der ein oder andere auch so. So, jetzt haben wir ungefähr 15, 16 Kilometer auf der Uhr. Ich bin begeistert. Also der Abstieg ist wirklich schöner als gedacht. Ich laufe jetzt schon seit ein paar Kilometern an so einem kleinen Bächlein hier entlang. Beziehungsweise ist schon ein größeres Bächlein, die Ilse. Aber das ist so ein geiler, naturbelassener Bach. Man hat echt so ein bisschen Alpenflair, wie so eine Klamm. Wer schon mal in Alpen in so einer Klamm war, weiß, was ich meine. Ist schon richtig geil. Dazu das geile Wetter. Geiler Typ. Und ja,
schauen wir mal, was noch so kommt. Jetzt kommen noch ein paar Wasserfälle. Da werde ich auch noch ein paar Videos machen. Und lassen wir uns überraschen, was der Weg noch so bringt. Bis später. So, natürlich habe ich auch meine Mittagszeit, also meine Brotzeit. 1, 2, 3. Ja. Natürlich habe ich meine Brotzeit auch an diesem geilen Gebirgsbach gemacht und einen kleinen Eindruck davon seht ihr jetzt. Es ist soweit! Kurzarmzeit! Der Wettergott spielt meine Musik! Mach mich braun! So. Vorhin noch über andere Leute lustig gemacht. Und jetzt geht selbst nochmal berg hoch. Weil wer 6 Kilometer bergab geht und auf die andere Seite vom Berg muss, muss natürlich auch wieder berg hoch gehen. Aber noch verspüre ich keinen Hass, sondern pure Freude, weil ich mich über dieses tolle Wetter freue. Also kann ich den Leuten, die mir von oben entgegenkommen, noch ein freundliches Moin oder Hallo entgegenwerfen. Deshalb, Schmerz ist Schwäche, die den Körper verlässt. Deshalb immer weitermachen. Weiter, weiter, weiter. Bis später. Lohnt es sich auch, den normalen Weg zu verlassen. Kurzes Update zum Hasslevel. 8 von 10. Ende. Hasslevel 10 von 10. Laune aber noch. Geht noch. Memo an mich. Mach dich nicht über andere Leute lustig. Denn Gamma ist a Bitch und stich dich mit dem Messer in den Rücken. Ende und aus. So, meine Freunde. Ich habe gerade noch ein kleines Päuschen gemacht, habe mir eine Fritze reingehauen. Kleines Brot. Und jetzt geht es nochmal 8 Kilometer bis nach Schierke. Bis zu meinem Start-Endpunkt. Ich hoffe, ich werde es zeitlich so schaffen, dass ich meine kleine Abschlussbelohnung noch machen kann. Was das genau sein wird, verrate ich euch nicht. Das werdet ihr dann sehen. Weil ich weiß auch nicht, ob es klappt. Also wäre es ja blöd, wenn ich das verrate. So, dann drückt mir die Daumen, dass ich noch durchhalte. Jetzt fängt nämlich langsam an, mein Knie weh zu tun. Aber wie ich vorhin schon sagte, Schmerzen sind Schwächen, die den Körper verlassen. Bis später. So, kurzes Update nochmal. Mein Hasslevel ist jetzt ist auf eine solide 4 von 10 gesunken. Das liegt aber eher daran, dass ich
Schmerzen habe, aber egal. Ansonsten ist gerade ein bisschen stupides Laufen. Einfach hier so ein Waldwirtschaftsweg lang, zwischen den toten Wäldern lang. Das ist jetzt nicht so der Highlight. Ich brauche jetzt auch nicht tausendmal die gleiche Aussicht filmen. Ja, ich wollte euch nur mal so ein kleines Update geben, wie es mir so geht. Ja, wie gesagt, habe ich schon gesagt, noch 5 Kilometer zu laufen. Ja, 5 Kilometer auf. Hoffentlich hat meine Belohnung noch auf, wenn ich da ankomme. Sonst raste ich aus. Ende. So. Da haben wir nochmal eine kleine Trinkpause gemacht. Hier so eine niedliche kleine Schutzhütte. Genau, jetzt bin ich gekommen. Da geht es jetzt weiter. Also landschaftlich keine Veränderung, aber dafür bin ich, glaube ich, jetzt oben und es geht gleich nur noch bergab. Hoffe ich doch mal. So, in diesem Sinn wieder mal bis später. So, meine lieben Freunde, ungefähr noch 1,5 Kilometer bis nach Schirke. Meine selbst auferlegte Belohnung macht um 18 Uhr zu. Jetzt haben wir es 17 Uhr. Das sollten wir doch eigentlich schaffen, oder? Zwar machen gerade meine Beine zu, beziehungsweise meine Knie, weil ich gerade ein bisschen übertrieben habe. Aber egal, ich will meine Belohnung haben. Jetzt raste ich aus. Ja. Auf jeden Fall von meiner Belohnung sind es dann ungefähr noch mal 1,5 Kilometer bis zu meinem Auto. Und dann ist der heutige Tag auch schon fast vorbei. Okay, seid gespannt, was die Belohnung ist. You know we got what you need, baby. Belohnung. Ich komme. Hallo Belohnung. Das habe ich mir aber jetzt verdient, oder? Jungs. Weiter geht's. Gönnt. Das muss einfach sein. Da wird ein Mann zum kleinen Kind. Ein gelungener Abschluss für einen sehr schönen Tag. Ich laufe jetzt noch zurück zum Auto und werde mich da noch mal frisch machen und dann geht's ab nach Hause. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Video. Abonniert meinen Kanal, setzt Kommentare drunter, wenn euch irgendwas nicht gefallen hat oder ihr mir einfach mal Hallo sagen wollt. Ansonsten, adieu.